Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Als Kind oder als junger Erwachsener schmunzelt man manchmal darüber, dass ältere Leute immer wieder sagen, Hauptsache man ist gesund, das ist das Wichtigste. Erst wenn man älter wird, erkennt man die Wahrheit, die darin steckt und bemüht sich nun selbst, so gesund wie möglich zu bleiben. In unserer Sendung heute werden ältere Menschen erzählen, wie es war, als sie schwer krank wurden. Unser Thema: Senioren sorgen sich um ihre Gesundheit. Schmerzen sind Alarmsignale unseres Körpers. Neben harmlosen und vorübergehenden Schmerzen gibt es auch solche, die so massiv sind, dass sie unser Leben stark einschränken. Genau solche Schmerzen bekam der 83-jährige Wilbur Sook, der vorher eigentlich immer eine gute Gesundheit gehabt hatte. Der gesunde 83-jährige Wilbur Sook genoss sein Leben in Kalamazoo, Michigan. Eines Tages wachte er mit heftigen Rücken- und Hüftschmerzen auf. Mein erster Gedanke war, ich nehme ein Schmerzmittel und dann geht das sicher wieder weg. Denn so mache ich es bei sowas immer. Es ist ja meist etwas Vorübergehendes. Aber der Schmerz blieb. Und bald konnte Wilbur nicht mehr ohne Stock laufen. Es nahm mir einen Teil meiner Unabhängigkeit. Ich konnte nicht mehr alles so machen wie bisher. Daran musste ich mich also wohl jetzt gewöhnen. Der Teufel will einem einreden, dass sowas normal ist. Ist es aber nicht. Wilbur ging zu einem Chiropraktiker, aber der Schmerz blieb und belastete ihn weiter. Viele Dinge, die man normalerweise automatisch macht, wurden auf einmal zum Problem. Es dauerte viel länger, bis ich aus dem Bett kam oder aus dem Auto. Wenn man Bewegung gewohnt ist, ist das nicht gut. Schließlich wurde eine segmentale Degeneration an Rücken und Hüfte festgestellt. Wilbur erhielt Schmerztherapie, um zu lernen, mit dem Schmerz umzugehen. Dies war seine einzige Behandlungsoption. So sollte also mein restliches Leben sein. Das stimmte mich nicht froh. Dann erinnerte sich Wilbur, Sohn eines Pastors, an etwas, wovon er einmal gehört hatte. Ich erinnerte mich an eine Fernsehsendung mit einem Mann, der erzählte, wie Gott ihn geheilt hatte. Der Mann hatte Bibelverse rausgesucht, in denen es um Heilung geht. Und jeden Morgen betete er darüber und bat um Heilung und dankte Gott dafür. Ich sagte, ich weiß, dass Gott mich heilen könnte. Warum gehe ich nicht als erstes zu ihm? Einen Monat lang sann Wilbur über die Verse nach und glaubte, dass Gott ihn komplett heilen konnte. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich wusste, es ist Zeit, darauf zu vertrauen. Zuerst bat ich Gott, dass er mir vergibt, dass ich ihm nicht geglaubt hatte und dass er mein Herz anrührt. Dann, am 30. Tag des Betens, an dem Morgen stand ich auf. Der Stock stand an meinem Bett, aber ich konnte ohne Schmerzen und ohne Stock aufstehen. Ich pries den Herrn und streckte meine Hände gen Himmel. Ich konnte nicht an mich halten. Das hatte Gott getan für mich. Und ich wollte seine Gegenwart anerkennen. Wilbur erzählte jedem, dass Gottes Güte ihn geheilt hatte. Wo ist dein Stock? Ich sagte, ist überflüssig, Gott hat mich geheilt. Er fragte, wie kam das? Und ich sagte, das kommt, weil ich jetzt Gott vertraue, dass sein Wort wahr ist. Wilbur ist weiterhin schmerzfrei. Er braucht keinen Stock und nimmt aktiv am Leben teil. Zurzeit plant er die Hochzeit mit seiner Verlobten Trudy. Ich lese jeden Morgen im heilenden Wort. Das hält mich gesund. Meine Ärztin sagt, ich bin der gesündeste 85-Jährige, den sie kennt. Ich sehe das alles als Lektion. Bei Menschen gibt es irdische Möglichkeiten und Wege, aber es ist Gott, der die besten Antworten hat. Weil ich jetzt Gott vertraue, dass sein Wort wahr ist, so formuliert Wilbur Sook den Grund seiner Genesung. Denn zuvor hatte er mit Physiotherapie und Medikamenten vergeblich gegen seine Schmerzen gekämpft.
Und auch unsere nächste Geschichte beginnt damit, dass es jemandem sehr plötzlich sehr schlecht geht. Maurice Hilliard erzählt. Ich legte die Hand auf die Kommode, um mich abzustützen. Da merkte ich, dass etwas in meinem Kopf passierte, als ob ein Trafo durchbrennt, als ob etwas explodiert in meinem Kopf. Am 3. Mai 2019 ging Maurice Hilliard aus dem Badezimmer zurück ins Bett. Doch dann... Funken flogen durch meinen Kopf und ich verlor total die Kontrolle. Ich schrie auf und fiel zu Boden. Ich wachte auf und sah in Richtung Badezimmer. Dort lag mein Mann Maurice am Boden. Ich merkte, dass er nicht sprechen und sich nicht bewegen konnte. Sofort begann ich zu beten und bat Gott um seine Heilung. Kaum sprechen zu können, zeigte Maurice, wie ernst es war. Ich sagte, wähle die 112. Der Rettungswagen brachte Maurice und Erlene in das nächste Krankenhaus in Virginia. Maurice war orientierungslos, sprach undeutlich und hatte Brustschmerzen. Die Befürchtung der Ärzte, als sie mich sahen, war, dass ich einen Schlaganfall hatte. Ich betete, dass er von Kopf bis Fuß wieder gesund wird und dass er keine bleibenden Schäden oder so etwas haben würde. Ich sagte einfach nur, Gott, du musst mir helfen. Es wurde sofort eine Computertomographie veranlasst. Während er das Kontrastmittel injiziert bekam, spürte Maurice, dass sich etwas veränderte. Als ich das Kontrastmittel bekam, fühlte ich, hey, ich bin wieder da. Das Mittel reinigt. Und ich merkte, wie ich wieder ich wurde. Natürlich wusste er, dass das nicht vom Mittel kam. Ich sagte, Herr, du warst es. Was auch immer in meinem Körper passiert ist. Ich bin geheilt. Die erste CT war uneindeutig, sodass Maurice zur Beobachtung im Krankenhaus blieb und am Nachmittag eine Kernspintomographie angesetzt wurde. Inzwischen konnte Maurice wieder klarer denken und sprechen. Und er erzählte jedem von seinem Wunder. Den Krankenschwestern und dem Reinigungspersonal. Ich sagte ihnen, wie gut der Gott war, dem ich diente und wie er mich geheilt hatte. Die Kernspintomographie zeigte, dass er einen Schlaganfall gehabt hatte. Und zwar in der linken Hirnhälfte, was typischerweise die rechte Körperhälfte beeinflusst. Schon als er zum Kernspin kam, waren alle Symptome abgeklungen. Als ich das Ergebnis bekam, habe ich mich so gefreut. Ich war dankbar. Gott hatte mich geheilt. Sogar dem Arzt erzählte ich, dass es Gott gewesen war. Und noch ein weiterer Mensch empfing Heilung. Denn als Maurice auch zu Ashley über Gottes Güte sprach, erzählte sie ihm von ihrem Schmerz, ihrem großen Kummer. Sie sagte, ich bin so wütend auf Gott. Ich habe meinen Vater verloren. Gott hat ihn mir genommen. Ich war wirklich unglücklich in meiner Beziehung zu Gott, weil ich nicht verstand, wieso man mir meinen Vater genommen hatte. Ich war immer zu wütend und trug das jeden Tag mit mir herum. Ich sagte, Ashley, dein Vater lebt noch. Er lebt in dir. Und ich sagte ihr, wie sehr Gott sie liebte. Nach Monaten der Wut und Verbitterung, als ob es wie weggewaschen war. Dieser Mann hier, er ist dein Engel. Er ist dir geschickt worden, um zu sagen, dass Gott bei dir ist. Und dass alles so passiert, wie es sein sollte. Es war unglaublich. Sie sagte, ich bin nicht mehr wütend. Und? Gott muss dich für mich hierher geschickt haben. Für mich geschickt! Am Nachmittag wurde Maurice nach weiteren Tests als gesund entlassen. Der Arzt sagte, sie können jetzt gehen. Ich verließ das Krankenhaus 35 Stunden, nachdem ich dort angekommen war. Heute ist Maurice beschwerdefrei und gesünder denn je. Der Krankenhausaufenthalt hat bewirkt, dass er stets versucht, für andere eine Ermutigung zu sein. Er ist noch da, er kann noch gehen, er kann noch reden. Das ist es, was an Gott so toll ist, dass man von Gott erzählen und so andere ermutigen kann.
Ich weiß, dass Gott jeden Tag mit mir ist. Und man weiß nie, ob etwas passiert, was das Leben verändert. Ich zum Beispiel sprach nur 30 Minuten mit Mr. Hillard und half ihm. Aber er veränderte mein Leben. Für immer. Ashley sagt, Gott hat dich für mich geschickt und ich erlebte ein Wunder. Und wenn das dazu führt, dass Gott Ehre bekommt, Gott, dann war es das wert. Es war es wert. Maurice Hilliard hat seinen Schlaganfall komplett überwunden. Ein Schlaganfall ist eine von drei Krankheiten, vor denen viele Menschen sich fürchten. Die anderen beiden sind Herzinfarkt und natürlich Krebs. Letzterer wurde bei Mary Lee Koss diagnostiziert. Ich holte beim Arzt die Ergebnisse der Biopsie und es hieß, was Sie haben, ist aggressiv und selten. Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Als Mary Lee Koss Schmerzen im Unterbauch bekam, ahnte sie Schlimmes. Doch für die 67-jährige Großmutter kam es übler als erwartet. Sie hatte eine seltene und tödliche Krebserkrankung und musste sofort in den OP. Auch Teile ihrer Organe wurden entfernt. Es ändert alles, wenn du immer mit einem Beutel rumlaufen musst. Der Krebs breitete sich aus. Ich hatte keine Ahnung, was sie mit meinem Körper anstellen wollten. Während sie den Schock verarbeitete, begann sie zu beten. Ich hörte den lebendigen Gott sagen, Krebs ist nichts, womit du dich abfinden musst. Die Krankheit gehört nicht zu dir. Nimm es nicht hin. Du wirst um dein Leben kämpfen. Er sagte immer wieder, du wirst um dein Leben kämpfen. Als sie eine zweite Meinung einholte, empfahl der Arzt eine aggressive Chemotherapie und Bestrahlung. Mary Lee musste ihr Denken über Krebs revidieren. Meistens sagen wir, ich habe Krebs. Aber ich wollte keinen Krebs haben, also änderte ich meine Wortwahl. Denn wir sollten gar keine Krankheit haben. Er hat uns am Kreuz davon befreit. Ab sofort sagte ich, der Krebs gehört nicht zu mir. Das hat er mir immer gesagt. Finde dich nicht damit ab. Nimm es nicht hin. Kämpfe um dein Leben. Die Therapie begann und Mary Lee klammerte sich an Gottes Zusagen aus der Bibel. Überall hängte sie Bibelverse auf. Ich hatte Seiten voller Verse über Heilung. Ich vertiefte mich ins Gebet und blieb nah an seinem Wort. In Matthäus 19 heißt es, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ihre Familie und Freunde aus der ganzen Welt beteten für Mary Lee, denn die Therapie schwächte sie sehr. Ich konnte kaum noch laufen. Eigentlich konnte ich gar nichts mehr, außer auf dem Sofa zu liegen. Wenn die Schmerzen zu stark wurden, zitierte ich laut Bibelverse. Ich forderte ein, dass Gott sein Wort hält. Es ist wahr, dass Gott uns auch in den schlimmsten Zeiten trägt. Nach 7 Monaten Therapie wurde ein Check-up angesetzt. Die Ärztin sagte, wissen Sie was? Es gibt keine Spuren mehr von Tumor und Bestrahlung. Das ist ein absolutes Wunder. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das verdanken Sie einzig und allein nur einem. Gott. Sie sagte, wenn ein fremder Arzt sie untersucht, würde er nicht sehen, dass sie Krebs und eine Strahlentherapie hatten. Ich war überglücklich. Darauf hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Aber Gott hat eingegriffen. Er ist treu und hält sein Wort. Sein Wort ist lebendig. Bis heute ist der Krebs nicht zurückgekehrt. Mary Lee ist sicher, dass die Kraft des Gebets ihr durch die schwere Zeit der Therapie geholfen hat. Ohne die Kraft aus dem Gebet und dem lebendigen Wort Gottes wäre ich nicht mehr hier. Verliere nie die Hoffnung. Gib nie auf. Jesus ist treu und er lebt. Ich bin geheilt. Gott hat ein Wunder getan. Als Mary Lee Koss ihre Diagnose bekam, gaben ihr die Ärzte nur noch wenig Zeit. Die Mediziner waren überzeugt, dass sie ihre Erkrankung nicht überleben wird. Dennoch gab sie die Hoffnung nicht auf und glaubte daran, dass Gott sie gesund machen würde. Wir würden sehr gerne wissen, ob Sie, liebe Zuschauer, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und trotz schlechter Prognose eine Erkrankung überstanden haben. Sie dürfen uns gerne schreiben oder uns auf unserer Webseite besuchen und einen Kommentar zur Sendung hinterlassen.
Sorgen um die Zukunft kennt auch das Ehepaar aus unserem letzten Beitrag. Für Daniel und Nancy Evans ist es allerdings nicht die Gesundheit, die sie beschäftigt, sondern die Geldnot. Die beiden hatten nie zuvor lernen müssen, mit ihrem Einkommen vorausschauend umzugehen. Daniel und Nancy Evans gaben das Geld mit vollen Händen aus. Sie kauften auf Raten Autos und Boote und machten hohe Kreditkartenschulden. Wir dachten, unser beider Einkommen müsste doch für alles reichen. Aber wir hatten nie genug Geld für all die Dinge, die wir wollten. Manchmal ahnte ich, dass wir unvernünftig mit Geld umgehen. Daniel und Nancy hatten sich gerade ein Haus nach eigenen Vorstellungen gebaut, als beide arbeitslos wurden. Alles brach zusammen. Ich war am Boden zerstört. Wie sollte es weitergehen? Unsere monatlichen Ausgaben waren $3,000 höher als mein Arbeitslosengeld. Als Christen wussten Nancy und David über das Spenden Bescheid, aber sie gaben nur selten etwas. Wie viel wir der Kirche gaben, hing davon ab, wie viel Geld wir für anderes brauchten. Angesichts ihres Bankrotts beteten sie zu Gott. Und mit einem Mal musste Daniel ans Spenden denken. Und ich fühlte Gottes Nähe. Und er sagte, mach dir keine Sorgen. Plötzlich erfüllte mich Freude. Ich fieberte meinem Arbeitslosengeld entgegen, denn ich wusste, was ich dann tun würde. Ich stellte einen Scheck über 10% unseres Arbeitslosengeldes aus. Gott kam jetzt an erster Stelle. Das war noch nie der Fall gewesen. Die beiden verzichteten auf alles Unnötige und spendeten regelmäßig 10%. Nach einigen Monaten waren sie erstaunt, was passiert war. Obwohl ich jeden Monat $3,000 zu wenig hatte, war immer genug Geld da für alle Rechnungen. Wir hatten keine Ahnung, woher das Geld kam. Nach einiger Zeit bekam Daniel ein Jobangebot. Ich sollte den Haushalt einer Bundesbehörde verantworten. Wir hatten vorher nur Arbeitslosengeld und jetzt hatte ich eine Vollzeitstelle. Ich verdiente viel mehr als früher. In den nächsten Jahren stieg ihr Einkommen durch Erhöhungen und Boni um weitere 30%. Sie konnten alle Schulden und auch den Kredit für das Haus abzahlen. Auch ihre Spendensumme wuchs. Inzwischen sind die beiden im Ruhestand. Sie bringen sich und ihr Geld weiterhin aktiv ein. Als Gott die Nummer eins in allen Lebensbereichen wurde, hat sich mein Leben verändert. Er hat mich wirklich gesegnet. Es ist toll, sich nicht mehr sorgen zu müssen, sondern voller Freude zu sein. Die Menschen in unseren Geschichten haben finanzielle Sorgen bewältigt und schwere Krankheiten überstanden. Sie alle sind überzeugt, dass es Gott war, der ihnen aus der Not geholfen hat. Mehr dazu jetzt von Andreas. Kennen Sie den Psalm 91? Eigentlich gehe ich davon aus, denn er ist sehr bekannt. Doch falls nicht, Sie tun sich etwas Gutes, diesen Psalm einmal in Ruhe zu lesen. Im Psalm 91 geht es im Grunde darum, wie ein Mensch sein Leben aus der Beziehung zu Gott herauslebt und wie Gott einen solchen Menschen schützt und bewahrt. Das wird gleich in den ersten beiden Versen deutlich. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Hey, bei all den Lebenshilfetipps zu weniger Stress und einem gesunden Leben steht doch die Angstfreiheit ganz oben. Und diese Geborgenheit und Zuversicht vermittelt der Psalmschreiber hier. Da ist Sicherheit bei Gott. Stimmt Sie das nicht friedvoll? Zu wissen, Sie sind in Gottes Hand gut aufgehoben? Also bei mir bewirkt das meistens eine gute innere Gelassenheit. Und wissen Sie was? Gelassene Menschen leben länger. Denn es ist ja eine Form von Stress, innerlich ständig alarmiert oder angespannt zu sein. Und das hat auch schon der Psalmschreiber erkannt. Hier in Vers 16 spricht Gott ihm zu, ich lasse ihn meine Rettung erfahren, ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Hey, was für eine schöne Verheißung. Und in der Regel ist das ja auch die Erfahrung, die wir machen.
Natürlich weiß ich, dass es nicht immer so einfach ist. Es gibt Menschen, die einfach zu früh sterben. Und die meisten von uns leben inzwischen lang genug, um zu wissen, dass natürlich auch schwere Ereignisse in unserem Leben vorkommen können. Obwohl der Psalmist Gottes Bewahrung vor einer Vielfalt an Bedrohungen und Gefahren lobt. Ich glaube auch nicht, dass es um ein Leben ohne Herausforderungen geht, sondern darum, wie wir die Herausforderung mit Gott an unserer Seite bestehen. So verstehe ich zumindest die zwei vorletzten Verse. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Auch jetzt. Lieber Vater Gott, danke, dass du uns zeitlebens treu zur Seite gestanden und uns vor allem Möglichen bewahrt hast. Danke aber auch, dass du uns in Zeiten begleitet und getröstet hast, in denen es nicht einfach war. Hilf uns jeden Tag neu, unsere Gelassenheit bei dir zu holen, denn du hältst uns ganz fest in deiner Hand. Und das ist genial. Danke. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Wenn Sie sich entscheiden müssten, ob Sie Ihre Rechnungen bezahlen oder für Ihre Kinder Essen kaufen, was würden Sie tun? Vor dieser Frage stand Tiffany Carter immer wieder. Und obwohl sich Tiffany beruflich so richtig reinhing, reichte es am Ende des Monats oft nicht, um ihre Kinder satt zu kriegen. Besonders eng wurde es in den Sommermonaten, wenn Schulferien waren. Norfolks staatliche Schulen versorgen 70% der Schulkinder mit kostenlosem oder ermäßigtem Mittagessen. Doch in den Sommerferien müssen die Eltern sie versorgen. Manchmal esse ich nichts, damit meine Kinder etwas haben. Und manchmal muss ich mich zwischen Essen und Rechnungen entscheiden. Und meist muss ich Rechnungen bezahlen. Tiffany Carter ist alleinerziehende Mutter. Der Glaube ist ihr wichtig und sie vertraut auf Gott, dass er Kunden in ihren Salon bringt. Ich wache morgens auf und sage, Gott, bitte versorge mich. Lass meinen Salon voll sein. Ich bin selbstständig, bekomme also kein regelmäßiges Gehalt. Dank Gottes Gnade komme ich Tag für Tag durch. Trotzdem ist es ein Kampf. Doug Hensley von Operation Blessing weiß, wie hart die Eltern arbeiten, um ihre Familien zu ernähren. Diese Eltern mühen sich wirklich ab für ihre Kinder, aber manchmal fehlt es eben an den finanziellen Mitteln. Ich sage, Gott, ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Operation Blessing erfuhr von der Not und stellte ein Sommerernährungsprogramm auf die Beine. Zusammen mit United Way und dem YMCA wird Familien geholfen, die Sommerzeit zu überbrücken. Eltern, die sich bisher entscheiden mussten, zwischen Lebensmittel kaufen oder Rechnungen zahlen, haben jetzt Essen auf dem Tisch. Wir haben in den letzten Wochen über 8000 Beutel Lebensmittel an hunderte Familien ausgeteilt. Wow, das erste Mal, als wir die Beutel von Operation Blessing bekamen, sah ich in meine Tüte und dachte, wow, das ist genau das, was wir brauchen. Danke Gott und danke Operation Blessing. Ich war begeistert. Wow, ja, die Ernährungsprogramme von CBN, die helfen so vielen Menschen. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie diese Arbeit möglich machen. Ja, und falls Sie so ein Möglichmacher werden wollen und sich an humanitären Projekten beteiligen wollen oder falls Sie diese Sendung unterstützen möchten, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben, dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite, die gerade eingeblendet wird. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt's auch am Ende der Sendung.
Ja, liebe Zuschauer, das war es leider schon für heute. Aber falls Sie diese spannenden Beiträge noch einmal sehen wollen, das geht natürlich, denn unsere Sendungen sind online verfügbar. Entweder in der CBN-Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Und sollten Sie in den sozialen Medien unterwegs sein, folgen Sie uns gerne auf Facebook oder Instagram. Ja, und an dieser Stelle wollen wir auch gerne wieder darauf hinweisen, dass unsere Gebetshotline wie immer geschaltet ist. Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie gerne an, denn unsere Mitarbeiter beten mit Ihnen für Ihre Anliegen. Ein ganz großer Dank von uns an Sie, die Sie für uns beten, uns finanziell unterstützen. Sie machen all das hier möglich und das freut uns natürlich ganz arg. Ja, also schön, dass Sie mit dabei waren und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen und Gottes Segen. TV. Spannend wird es immer dann, wenn Menschen ihr Herz öffnen. Wenn Menschen über die ganz besonderen Momente ihres Lebens berichten. Männer und Frauen erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie dies ihr Leben verändert hat. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie. Und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.